Gut, dann starten wir. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel bei Hannover 96, 26. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Am Samstag, dem 1. April, werden wir um 13 Uhr in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover zu Gast sein. Ganz herzlich begrüßen darf ich unseren Trainer Thomas Oral. Und der wird direkt auch mit einem Update beginnen, was die Trainingswoche, die Pause betroffen hat und auch ein bisschen das Personal. Tommy, bitteschön. Ja, erstmal hallo allerseits. Gut, die Pause ist nach dem Spiel gegen St. Pauli etwas ungelegen gekommen. Sowas möchte man natürlich dann auch innerhalb 3-4 Tagen nochmal korrigieren können, wenn das möglich ist. Nichtsdestotrotz haben wir dann eine sehr intensive Trainingswoche gehabt mit 2 Testspielen, die auch gut gelungen sind, sage ich jetzt mal. Die Mannschaft hat sich doch sehr willensstark und mit einer hohen Bereitschaft präsentiert. Sind 2 wichtige Spieler jetzt in den letzten Tagen, beziehungsweise eigentlich auch 3 mit Cello, Melem dazugekommen, dass wir schon ein bisschen breiter wieder auch im Mittelfeld aufgestellt sind und mit Framberger und Zenger fallen ja noch weiterhin 2 Spieler aus, ansonsten sind alle Mann an Bord. Und ich muss eigentlich nicht viel sagen und ich werde auch nicht viel sagen. Wir wissen, was auf uns zukommt in Hannover. Und wir wissen auch, was wir benötigen und deshalb möchte ich eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die von der ersten Sekunde an auch weiß, um was es geht. So werden wir uns definitiv präsentieren und ich hoffe, dass das Spiel gegen St. Pauli ein einmaliger Ausrutscher war. Ansonsten stehe ich für weitere Fragen bereit und wenn nicht, sehen wir uns am Wochenende. Ich glaube, die anwesenden Kollegen werden doch noch die eine oder andere Frage haben. Wer fängt an? Klaus Weber, Rhein-Neckar-Zeitung, bitteschön. Ja, Oral, gerade nochmal zum Personal, das ging so schnell. Melem wieder zurück? Melem, Papela und Bachmann. Papela. Und alle voll einsatzfähig? Alle voll einsatzfähig. Okay, Zinger habe ich nicht auf der Liste gehabt. Was hat denn der Zinger? So ein bisschen größere Geschichte gewesen. Ärzte, Adduktorenbereich, Muskelbereich, muskuläre Probleme. Okay. Frau Berger war Muskelbündelriss, glaube ich. Ja. Bei Zenga ist auch eine längere Geschichte. Ja. Papea war Stammspieler in der Vorrunde, wichtiger Mann. Ist er so fit, dass er direkt helfen kann oder eher Kandidat von der Bank? Das kommt darauf an, wie man helfen interpretiert. Ja? Ich glaube, mit seiner Art, wie er Fußball spielt, kann er direkt helfen, von der Bank weg oder auch von Anfang an. Bloß muss man ihm natürlich auch zugute heißen, dass er lange verletzt war und dass wir da natürlich jetzt auch andere hatten, die auf den Positionen gespielt haben und er mit Sicherheit ein belebendes Element ist, ob er von Anfang an spielt oder von der Bank kommt. Gut, weitere Fragen. Henrik Feeth von der Schwetzinger Zeitung. Herr Oral, der Alex Eswein ist ja gesperrt, immerhin 8 Scorerpunkte, ist ein herber Verlust. Denken Sie drüber nach, eventuell den Evina in die Startelf zu holen gegen den Ex-Verein? Einmal zu Alex Eswein, klar ist er ein wichtiger Faktor in den letzten Monaten hier gewesen, keine Frage. Aber er ist jetzt gesperrt, da nützt auch nichts, sich großartig Gedanken zu machen. Dafür sind andere da. Wenn einer dann nicht dabei ist, können andere auf sich aufmerksam machen. Wir werden da ein bisschen Veränderungen hervorrufen müssen. Und ob Evina dann am Wochenende auf dem Platz steht, das ist immer ein Kandidat, der von der Bank wegkommen kann und auch von der Startelf. Deshalb haben wir noch 2 Tage Zeit, um da die Entscheidung dann endgültig zu treffen. Klaus. Was spricht denn für den Frank Evina? Was sprechen denn für ihn? Ja, Tore. Ja, Frankie, ich will jetzt nicht auch, ich meine, Frankie ist ein Spieler, das wissen wir, der hat in seinen jungen Jahren, war er bei einem Top-Club und hat nicht umsonst da auch gespielt und war hoch im Kurs, Verletzungen, die ihn zurückgeworfen haben. Ein vollkommener Stürmer, ja, der wirklich alles hat, was ein Stürmer braucht. Er hat einen guten Körper, ist kopfballstark, ist beidfüßig, kann sogar mal ins Dribbling gehen. Also er hat das Gesamtpaket eines Stürmers, der auf diesem Niveau auf sich aufmerksam machen kann. Bloß wissen wir auch, dass er jetzt in den letzten gefühlt 12 Monaten nicht mehr so richtig zum Zuge gekommen ist.
in der vierten Liga rumgespielt hat. Und ja, man sieht ja gerade auch in den Spielen, wo wir ihn gebracht haben, dass er ein Näschen hat in der Box. Und schon ein Spieler, wenn wir länger zusammen sind, dass wir sehr, sehr viel Freude mit ihm haben werden. Kommt ja aus Hannover, konnte er Ihnen was sagen? Haben Sie mal mit ihm gesprochen über Hannover? Ich habe mit ihm gesprochen über Hannover, aber das, was er mir gesagt hat, möchte ich nicht wiederholen. Ja, ich meine, es war eine sehr unglückliche Zeit für ihn, keine Frage. Aber er hat die Liebe seines Lebens da gefunden, also kann es nicht so schlecht gewesen sein. Weitere Fragen? Dann haben wir ja Oxy noch aus Vergangenheit, ne, von Hannover. Dann haben wir sogar den Klepper noch mit Hannover Vergangenheit. Dann haben wir Berührungspunkte mit Stefan und mit Andrej Mijatovic. Königsmann, ne? Bei den Amateuren oder in den Jugend gespielt. Mhm. Ne? Janik Bachmann auch, glaube ich. Ja. Kleppinger. Königsmann. Ja. Und zwar zum Spiel jetzt. Hannover hat das letzte Spiel im Derby verloren gegen Braunschweig, wird auch was gut zu machen haben. Was erwarten Sie auf dem Platz? Ich sage ganz ehrlich, meine Konzentration und die Herangehensweise gilt nur uns. Und ich werde definitiv, wir haben selbst mit Kleinigkeiten oder mit gewissen Problemen zu kämpfen gehabt nach der Niederlage. Wir haben gegen Darmstadt 98 dann im Testspiel eine sehr, sehr gute Partie abgeliefert, wo fast alle Spieler zum Einsatz gekommen sind, wo man gemerkt hat, dass die Jungs das auch schneller aus den Kleidern schütteln können. Und mein Fokus und meine volle Konzentration gilt auf uns. Klaus? Jetzt hat der Präsident, der Herr Machmeier, gesagt, Sie sollte nach dem letzten Spiel aussortieren. Wie kam das bei der Mannschaft an? Hat sie die Reaktion gezeigt in Darmstadt für Sie? Oder ja, die nächste Frage wäre auch, gibt es eventuell Änderungen von Ihrer Seite? Gibt es automatisch Änderungen, weil Essi ja ausfällt. Ja? Und klar muss man dann schauen, wie die Formkurve bei dem einen oder anderen ist. Aber das mit dem Aussortieren, da bin ich kein Freund davon, außer ich sehe, dass bei einem irgendwo die Interessen in eine andere Richtung gehen und ich nicht das Gefühl habe, dass er in dem Moment in der Lage ist, der Mannschaft zu helfen. Ansonsten habe ich ja auch in den letzten Stationen immer versucht, alle Mann mitzunehmen, und dass es da Härtefälle gibt, ist auch klar. Der Präsident darf und kann alles sagen. Am Ende des Tages ist wichtig, dass die Jungs eine Reaktion auf dem Platz zeigen. Gibt es weitere Nachfragen? Klaus? Mhm. Zum Gegner, was können Sie denn zum Gegner sagen? Was haben Sie beobachtet? Wann haben Sie das letzte Mal gesehen? Und worauf muss man Acht geben? Das letzte Mal habe ich Sie gesehen gegen Fürth. Da war ich persönlich im Stadion. Was müssen wir auf den Gegner achten? Da bin ich kein Freund davon, dass ich da irgendwo gewisse Dinge in beiden Richtungen preisgebe, weil ich da noch ein bisschen daran glaube, dass man sich wirklich auf sich selbst konzentrieren sollte und vor seiner eigenen Tür kehren muss. Hannover ist mit anderen Ambitionen in die Saison gestartet, das wissen wir. Es ist ein Traditionsverein, ja, sie haben eine hohe Erwartungshaltung. Am Ende des Tages wollen beide Mannschaften dasselbe, und so müssen wir uns auch präsentieren. Mhm. Hannover läuft in der Rückrunde nicht gut. Können Sie sich das erklären? Doch nochmal eine Frage zum Gegner. Ich möchte nicht auf Hannover eingehen. Wenn was in unsere Richtung ist, gerne. Warum es da nicht gut läuft oder warum das so ist, da bin ich viel zu weit weg, um das beurteilen zu können und zu analysieren. Das wäre nicht seriös, und deshalb mache ich das grundsätzlich nicht. Aber es ist möglicherweise ein angeschlagener Gegner. Da habe ich mal Frage auf drauf gezählt. Also kommen die. Treffen zwei Angeschlagene aufeinander, kann man so sagen, ja. Weitere Fragen?
Klaus? Wann geht's los bei euch? Wann fahrt ihr los? Morgen ist Abschlusstraining und nach dem Mittagessen fahren wir dann direkt los. Wie viel Uhr wird es? Viertel nach eins, halb zwei. Gerne. Ja. Herr Leitl ist auch ein guter Bekannter von Ihnen, hat immer wieder gespielt. Ne? Das war mein Kapitän. Ja. Wie ist so das Verhältnis? Gibt es vielleicht sogar Kontakt jetzt in letzter Zeit mit ihm? Ja, ich habe jetzt mit Stefan längere Zeit keinen Kontakt gehabt, aber Stefan war ja mein Kapitän. Wir haben in Ingolstadt sehr erfolgreich zusammengearbeitet und da war schon zu sehen, dass er irgendwann mal in den nächsten Schritt machen wird, war ja so, ich glaube, ich war sogar sein letzter Trainer im aktiven Fußball bei den Profis. Ja, wir haben eine schöne, tolle Zeit zusammen gehabt, nicht nur mit ihm, sondern auch Andrej Mijatovic, sein Co-Trainer. Und ja, ich wünsche ihm natürlich alles erdenklich Gute, bloß bei dem Spiel müssen wir natürlich auf uns schauen. Weitere Nachfragen? Klaus? Ja. Leitl ist natürlich toll. Was denken Sie denn? Könnte es sogar ein Nachteil für euch sein, weil er weiß, wie Sie ticken und vielleicht dann entsprechend dann auch seine Mannschaft darauf einstellen? Ach, das ist schon lange her. Ich habe auch gewisse Dinge schon verändert in den vergangenen Jahren. Ich weiß ja auch, wie Stefan einigermaßen tickt. Ja, deshalb gibt es da keine Vor- und Nachteile. Am Ende des Tages spielen es die Spieler. Wie lange habt ihr denn zusammengearbeitet? Von 2011 bis 2013. Fanbus dabei? Fährt jemand ja, mit? Fanbus fährt mit, freuen wir uns sehr drüber. Dementsprechend auch Unterstützung in der Heinz-von-Heiden-Arena von Sandhäuser Seite in Hannover. Und ja, nehmen wir als Gutes oben natürlich auch mit. Ein Fanbus. Ich gehe davon aus, dass ein paar Fans auch individuell anreisen werden, ganz normal, wie es sonst auch ist. Gut, dann glaube ich, sind wir bald. Dann vielen Dank. Samstag, 13 Uhr geht's los. Wer nicht dabei sein kann, dem dürfen wir noch den Hartwald-Hörfunk präsentiert von Kurzpfalz erleben ans Herz legen. 10 Minuten vor Spielbeginn werden die auf Sendung sein. Ansonsten, ja, gesund bleiben, viel Spaß am Wochenende und wir gehen voller Motivation in die Partie am Samstag. Dankeschön, bis dann, tschüss.